Hallo zusammen, wir gehen heute mit euch dieses Muster, ein sehr schönes, einfaches Muster, was zum Beispiel für Sommeroberteile, man kann aber auch mit Sicherheit damit Tücher oder Schals häkeln. Ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Maschenanzahl bei diesem Muster ist teilbar durch 8 plus 2 Luftmaschen. Für das Muster schlage ich schon mal die Luftmaschen an. So, jetzt häkle ich in die zweite Luftmasche, hier nicht da, sondern da steche ich ein, eine feste Masche. Also Faden holen, beide Schlingen durch. So, jetzt häkle ich 5 Luftmaschen. Jetzt überspringe ich unten 3 Maschen, in die vierte Masche häkle ich eine feste Masche. Fünf Luftmaschen. So, unten überspringe ich 3 Maschen. In die vierte Luftmasche stiche ich ein und häkle 1, 2, 3 in die vierte Luftmasche einstechen. Eine feste Masche häkeln. Fünf Luftmaschen. 3 Maschen unten überspringen, in die vierte Masche einstechen, eine feste Masche häkeln. Und das wiederholen wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. So schaut es aus. So, am Ende der Reihe überspringe ich 3 Maschen und in die letzte Masche häkle ich eine feste Masche. So, die nächste Reihe beginne ich mit 5 Luftmaschen. Wende das Ganze. Jetzt häkle ich hier in den ersten Bogen eine feste Masche. Also in den Bogen einstechen, eine feste Masche häkeln. 5 Luftmaschen. Eine feste Masche in den nächsten Bogen einstechen und feste Masche häkeln. 5 Luftmaschen. So, in den nächsten Bogen einstechen, eine feste Masche häkeln. Und das wiederholen wir stets, also 5 Luftmaschen in den nächsten Bogen, eine feste Masche und so weiter. So schaut es aus. So, ich habe jetzt in den letzten Bogen eine feste Masche gehäkelt. Jetzt häkle ich 2 Luftmaschen und hier haben wir die feste Masche gehäkelt. Da häkle ich jetzt ein Stäbchen, also einen Umschlag hier in die feste Masche einstechen. Und ein Stäbchen häkeln. So schaut es dann aus. So, die nächste Reihe beginne ich mit einer Luftmasche. Ich wende die Arbeit und häkle hier in diese Masche, also nicht da oben ein Stichchen, sondern hier häkle ich eine feste Masche. 2 Luftmaschen. Jetzt haben wir hier diesen kleinen kurzen Bogen, da häkle ich jetzt 3 Stäbchen. Also hier ein Stichchen. Das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen und das dritte Stäbchen. Jetzt häkle ich in den Bogen eine feste Masche. Jetzt gehe ich in den nächsten Bogen, da steche ich ein und da häkle ich jetzt 3 Stäbchen. Hier einstechen,
Das erste, das zweite und das dritte Stäbchen. Wickle ich zwei Luftmaschen und hier in die Mitte nochmal ein Stäbchen, eine feste Masche. Zwei Luftmaschen. Und jetzt wickle ich auf die Seite nochmal drei Stäbchen. Das erste Stäbchen, das zweite und das dritte Stäbchen. So schaut es aus. Also an einem Bogen haben wir sechs Stäbchen gehäkelt auf jeder Seite. So, jetzt stiche ich in den nächsten Bogen ein und häkle eine feste Masche. Und das Ganze wiederholen wir stets. Ich stiche in den nächsten Bogen ein und häkle erstmal drei Stäbchen. Das erste, das zweite und das dritte Stäbchen. Jetzt zwei Luftmaschen. Hier in den Bogen nochmal ein Stäbchen, eine feste Masche häkeln. Zwei Luftmaschen, in den Bogen nochmal hier ein Stäbchen, drei Stäbchen häkeln. Und in den nächsten Bogen eine feste Masche. Und wie gesagt, wir wiederholen das Ganze stets, so schaut es aus. Also in den nächsten Bogen häkle ich jetzt wieder, ich fange mit drei Stäbchen an, dann zwei Luftmaschen, eine feste Masche, zwei Luftmaschen und drei Stäbchen. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. So, und am Ende der Reihe, ich habe jetzt leider ein bisschen zu viel gehäkelt, habe davor nicht gezählt die Maschen. So, am Ende der Reihe machen wir Folgendes, wir haben jetzt hier, in den letzten Bogen, der würde so ausschauen, drei Stäbchen gehäkelt, zwei Luftmaschen und nochmal hier in den Bogen eine feste Masche. Ich sage, der Bogen würde dann so ausschauen wie hier. Ich lasse das jetzt so. So. Und jetzt häkeln wir die nächste Reihe, die beginnen wir mit 5 Luftmaschen. Ich wende das Ganze und jetzt häkeln wir wieder diese Bögen, wieder unten aus 5 Luftmaschen. Und zwar, wir stichen da immer ein, wenn wir dieses Element nehmen und anschauen. Ich häkle die festen Maschen einmal in das dritte Stäbchen und einmal in das erste Stäbchen. Also ich habe hier jetzt das zweite Element von beiden, deswegen häkle ich jetzt das Stäbchen hier in das erste Stäbchen. Ich meine die feste Masche in das erste Stäbchen. So, jetzt 5 Luftmaschen. So, jetzt haben wir das vollständige Element hier. Jetzt häkle ich erstmal in das letzte Stäbchen ein Stäbchen, eine feste Masche, 3 Luftmaschen, 5 Luftmaschen natürlich, und dann das erste Stäbchen, eine feste Masche. 5 Luftmaschen. In das dritte Stäbchen eine feste Masche. Fünf Luftmaschen. Und in das erste Stäbchen auch eine feste Masche. Und das wiederholen wir stets. So schaut es dann aus. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Und zwar, jetzt habe ich hier 5 Luftmaschen gehäkelt und in das dritte Stäbchen eine feste Masche. Jetzt häkle ich 2
Luftmaschen und hier in die feste Masche häkle ich ein Stäbchen. So schaut es aus. So, die nächste Reihe. Ich beginne mit einer Luftmasche, wende das Ganze. Und jetzt häkle ich hier sofort, wo die erste Masche ist, da steche ich ein und häkle eine feste Masche. Und jetzt häkle ich 5 Luftmaschen. Dann in den Bogen eine feste Masche. 5 Luftmaschen. Und in den Bogen eine feste Masche. Und so weiter. Das wiederholen wir stets. Also 5 Luftmaschen, eine feste Masche. Schaut es aus. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Da häkle ich 5 Luftmaschen. Und hier stiche ich ein und häkle eine feste Masche. So, jetzt häkeln wir die nächste Reihe. Die beginnen wir mit 5 Luftmaschen, dann wende ich das Ganze und häkle hier in den ersten Bogen eine feste Masche. 5 Luftmaschen und hier in den nächsten Bogen eine feste Masche. Und so häkeln wir dann weiter, immer 5 Luftmaschen, eine feste Masche. Und am Ende der Reihe häkle ich jetzt 2 Luftmaschen und in die feste Masche hier steche ich ein und häkle ein Stäbchen. So, und jetzt wiederholen wir diese Stäbchenreihe. Die können wir erst dann häkeln, wenn wir hier diesen halben Bogen gehäkelt haben. Das heißt, ich fange jetzt mit einer Luftmasche an, wende das Ganze und häkle hier sofort in die erste Masche eine feste Masche. So, jetzt häkle ich 2 Luftmaschen und hier in den Bogen, in den kleinen Bogen, häkle ich 3 Stäbchen. So, und in den nächsten Bogen eine feste Masche. So, in den nächsten Bogen wiederholen wir diese Elemente. Hier das dann aus 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen, in die Mitte nochmal ein Stäbchen, eine feste Masche. Häkeln, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Und in den Bogen eine feste Masche. Und wie gesagt, das wiederholen wir stets. So schaut es aus. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe, da häkle ich in diesen kleinen Bogen wieder 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen und eine feste Masche in den Bogen. So schaut das Ganze aus.
So. Und jetzt wiederholen wir das Ganze. Und zwar die nächste Reihe beginne ich mit 5 Luftmaschen. Also wir häkeln jetzt das Muster praktisch. Wir haben diese Reihe jetzt wiederholt und jetzt wiederholen wir hier das Ganze genauso, wie wir das hier schon gehäkelt haben. Also mit 5 Luftmaschen und dann häkle ich, wie gesagt, in den dritten, in die dritte und in die erste Masche jeweils eine feste Masche. Also in das Stäbchen hier, in das erste häkle ich jetzt eine feste Masche. 5 Luftmaschen und hier in das dritte Stäbchen häkle ich eine feste Masche. Luftmaschen und in das erste Stäbchen eine feste Masche und so weiter. Und das wird stets wiederholt dann. Also wie gesagt, Musterrapport wäre dann ab diesen Stäbchenreihe, dann diese Bögen häkeln und dann sind wir wieder bei der Stäbchenreihe und jetzt wiederholen wir diese ganzen Bögen. Also dieses Stück wiederholen wir dann. Also ich häkle dann noch ein paar Reihen, um zu sehen, wie das Muster dann noch ausschaut. Ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln, macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal. Ich freue mich sehr. Bis zum nächsten Mal.